Willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge von New Super Mario Bros. U auf der Wii U. Heute versuchen wir, die sechste Welt zu beenden. Und das machen wir, indem wir dort rüber gehen, den roten Schalter aktivieren und weitergehen. Also ich finde diese Puzzles ein bisschen dämlich mit diesen Blöcken, aber naja. Es ist besser als das mit den Ranken in New Super Mario Bros. Wii, in der fünften Welt, wenn ihr wisst, was ich meine. Die auch immer einfach zufällig erscheinen und dem dann manchmal Wege zu leveln und so versperren, das ist ziemlich lästig. Okay, ich kann mich erinnern, dass dieses Level ziemlich schwierig war. Also, ich meine jetzt eine Sternmünze war ziemlich schwierig. Ja, man kann leicht ohne Probleme zerquetscht werden. Ich hoffe mal, die geht jetzt nicht... Oh, Glück gehabt. Ich dachte schon, die geht aus dem Levelhaus. Das wäre jetzt nicht so toll gewesen. Oh, ich dachte schon, die geht jetzt raus. Okay, wie lösen wir das? Okay, die ist ziemlich simpel. Das sieht man. Indem man jetzt einfach springt. Boah. Na, ich wollte jetzt, haben jetzt spät überlegt, sie doch noch übrig zu lassen, aber dann war es zu spät. Okay, hier ist einfach am besten, sie alle zu töten. So kann man sie bloß leider nicht. Was? Ich bin drauf gesprungen. Und du, dich erwische ich auch noch. So, was ist jetzt hier? Ein paar Münzen, super. Wirklich viel. Und dann auch noch so viel Platz. Okay, den Koopa-Panzer, den Koopa hole ich mir mal. Oh, du dumme Plattform. So, okay, ich glaube, es ist keine gute Idee, ihn jetzt schon zu holen. Wir brauchen 100 Proben. Ich kann mich erinnern, glaube ich, dass wir später mal einen gebraucht haben. Als ob. Als ob. Fast stirbt er auch noch, der Idiot. Das da oben sieht doch sehr im Ernst jetzt. Kann man da hoch nicht springen, oder wie? Wetten, da muss man groß sein dafür. Klasse. Was soll das? Das kann nämlich gar nicht anders sein. Ja, Mopsi müssen wir wahrscheinlich auch noch fangen, wie es aussieht. Am Pilz tut's doch erstmal, oder? Ich möchte eigentlich keine Pi-Eichel in einer Höhle hernehmen. Boah. Oh. Ich dachte, ich kann da einfach so vorbei. Na, Fledermaus, komm ruhig her. Ja, da musste man groß sein. Boah, nee. Echt jetzt? Ich weiß, dass wir diesen Koopa brauchen, um diese eine Sternmünze zu bekommen.
Und dann geben sie dir einen Stern. Wisst ihr was? Wir machen das Level einfach nochmal. Ich habe jetzt echt keine Lust, wieder zu sterben. Deswegen machen wir einfach das Level nochmal. Und Power-Up lassen wir aber vorerst mal. Ich möchte die eigentlich nicht unbedingt hernehmen. Wobei ich mir das durchaus leisten könnte. Haben wir irgendwas? Nee. Lohnt sich nicht. Aber ganz ehrlich, ich finde, das Speedrun ist hier eine schlechte Idee. Ja, ist es. Dann kommt nämlich sowas raus. Jetzt wäre ich auch noch fast zerquetscht worden. Warum auch nicht? Echt jetzt? Was war das denn? Ich sehe schon, dieses Level wird nervig mit dieser letzten Sternmünze. Boah, das war auch extrem knapp. Schlecht getimed. Na klasse. Was hätte ich jetzt hier tun sollen? Ich muss bedenken, dass ich gehostern muss da. Boah, nee, nicht schon wieder eine Fledermaus. Okay, hier gibt's einen Pelz für mich. Gut. Und Checkpoint haben wir auch zum Glück. Okay, wenn wir uns hier geschickt anstellen, bekommen wir einen One-Up-Wetten. Sogar zwei. Naja, eins hätte ja auch gereicht. Echt jetzt? Na klasse. Dieses Mal will ich den Stern nicht. Boah, echt jetzt? Die haben auch schon überall so Feinde reingebastelt, dass man es echt schwer hat, den Panzer so rüberzutragen. Das war so klar. So, jetzt wäre es mal schön, wenn mich hier kein Ding ärgert. Irgendwie hat es funktioniert. Und ich kann sogar da stehen, das wundert mich sogar. Naja, aber wir haben es geschafft und darüber bin ich sehr froh. Denn das ist echt eine Herausforderung, dieses Level. Vor allem diese dritte Sternmünze. Okay, wir haben es hinter uns. Ich gönne mir mal eine Eisblume. Ich will jetzt
immer mehr mit Schnapszahlen arbeiten. Okay, ich verstehe jetzt überhaupt nicht, warum ich das getan habe. Okay, wir aktivieren mal dann diesen blauen Schalter. Und gehen so rüber, um zu diesem Pilzhaus zu kommen. Wieder, das ist so ziemlich das Komplizierteste in dieser Welt. Ich will einen Stern, um Mopsy zu fangen. Ich habe den Pilz aus dem Auge verloren. Es war klar, der vierte. Ja, genau. Wenn ich mich zwischen zwei entscheiden muss, nehme ich immer den falschen. Zum Glück habe ich das Item bekommen, was ich wollte. Das heißt, ich kann Mopsy ohne Probleme fangen, aber dennoch, ich möchte zuerst... nö, egal. Wir machen jetzt den Mopsy. Und nicht das One-Up-Haus, das haben wir nicht nötig. Ballett der Piranha-Pflanzen. Auf geht's, das wird nicht einfach. Wir sollten ihn schnell fangen. Dann der Eichel wäre auch schlauer. Als ob gewesen. Ich muss schauen, dass wenn ich falle, muss ich stoppen. Hab dich. Ich hab dich sogar eingeholt. Gut. Okay, wir bekommen wieder eine Pi-Eichel und das ist gut. Das ist schon die sechste im Inventar. Aber ich wette, wir werden davon einige in Welt 8 und 9 brauchen. Welt 7 vielleicht auch schon. Okay, und wie ihr seht, dieses Schloss ist insofern besonders. Es hat zwei Eingänge. Ein Vor- und ein Hintereingang. Das heißt, wir müssen zweimal rein. Ein bisschen blöd, aber egal. Okay, diese Dinger kennt man ja in New Super Mario Bros. Wii aus Welt 4. In Wendy's Tower. Oh, schnell durch. Das hätte ich fast übersehen. Das heißt, wir müssen nur noch für eine Sternmünze suchen. Denn die andere ist ja dann bei dem Hintereingang. Okay, hier möchte ich gerne auf eine breite Plattform warten. Auf die da, die nehmen wir. Ganz ehrlich, die Münzen sind mir zu riskant. Aber vielleicht ist da ja was. Vielleicht ist hier was. Oh, da war sogar was. Gut, dass ich noch nachgeschaut habe. Oh, Glück gehabt. Das wäre jetzt echt ärgerlich gewesen, wenn ich das verpasst hätte. Da hätte ich nicht mehr zurückkommen können. Die geben einem zum Glück sogar zwei Plattformen. Das ist nett. Okay, das kann ich eigentlich gar nicht mehr schaffen. Ja, wir haben nur sieben. Egal. Was ist jetzt mit der Eisblume passiert? Okay, das ist jetzt die letzte interessante Sache. Okay. Diese Blöcke können auch unmöglich irgendwas sein, was brechen kann. Der Knochendocken ist so dumm. Der Ding liegt einfach noch da. Ich dachte, es könnte ein unsichtbarer Block hier sein. Ist es aber nicht. Und der Hintereingang führt nämlich hier hinter. Muss man dann nach ausnahmsweise mal von rechts nach links gehen. Okay, nun gehen wir zum finalen Boss der Welt 6, den wir deswegen auch zweimal bekämpfen müssen. Roy.
Okay, mal sehen, wie wir uns bei dem schlagen. Wenn wir ihm zu viel Zeit geben, dann kann er knifflig werden. Wenn wir schnell machen, ist er wie jeder Koopaling recht einfach. Ja, das war gut. Geschafft, ohne Probleme. So, ich denke, wir tun jetzt den zweiten Anlauf gleich noch dranhängen. Na gut, es ist ja eh nicht weit, es ist eh nur kurz, außer wir failen. Was ich mal hoffe, was wir nicht tun werden. Was mir gerade auffällt, in dieser Welt gibt es nicht mal einen Gegnerkurs, oder? Ich kann mich nicht erinnern, dass es hier einen gab. Okay, ich weiß, ich könnte auch den anderen Weg gehen, ich gehe jetzt aber den. Und nicht, ich will nicht zum One-Up-House-Spiel. Wieso kann man da stehen? Verstehe ich nicht. Man kann doch auch einfach darüber laufen und ihn so aktivieren. Ja, und dieses Ding da ist irgendwie da, um... bist du sicher? Willst du da wirklich reingehen? So kommt es mir zumindest vor. Okay, und ich finde, dieser Teil ist nicht leicht. Ah, gut. Ich habe diesen kleinen Block oben gar nicht gesehen. Okay, ich möchte eine große Plattform, wie immer. Okay, aufstehen mögen wir nicht. Weil sonst würden wir vermutlich auf klein Mario reduziert werden. Und das wäre natürlich blöd. Wie auch immer, wir kämpfen gegen Roy nun. Ein zweites Mal. Hoffentlich geht's auch so schnell wie vorhin. Okay, den haben wir schon mal geschafft, den ersten Treffer. Fehlen noch zwei. Okay, ich weiß, dass er in der Mitte kommen wird. Sogar rechtzeitig erwischt. Aber für einen Koopaling ist er irgendwie ein bisschen schnell. Im Vergleich zu den anderen. Oder kommt mir das nur so vor? Und da hätte er sich erst umdrehen müssen. Und das war ihm eben wieder zu schnell, unsere Aktion. Er hatte erneut keine Chance gegen uns. Der einzige, der es so richtig Chance hatte, war Iggy, glaube ich. Iggy war eine harte Nuss und natürlich Boom Boom in dieser Welt. Alle Sternmünzen aus den Candies-Minen geborgen. Wofür das wohl gut ist? Wofür was wohl? Okay. Danke fürs Zuschauen, Leute, von Folge 22. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Liken und abonnieren für mehr nicht vergessen. Das würde mir sehr, sehr viel bedeuten. Und im nächsten Part gehen wir in Welt 7. In die Himmelwelt. Ich hoffe, ihr seid da auch wieder dabei. Und tschüss, danke fürs Zuschauen. Bis bald.